Einen europäischen Blick auf Deutschland warf jetzt der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Professor Günther Verheugen, auf Einladung der VR-Bank Westmünsterland in Coesfeld. Durch seine jahrzehntelange Tätigkeit als Mitglied der Europäischen Kommission erwarb sich Verheugen den Ruf eines geschickten Vermittlers, besonders im Ressort Industrie und Unternehmen. Bei einem Pressegespräch warf Verheugen einen Blick hinter die Kulissen der EU-Kommission. Er schilderte den langwierigen Prozess mancher Gesetzesvorlagen bis zur endgültigen Entscheidung. So auch beim Thema durch Zahlungsverzug Dritter in Insolvenz geratene Unternehmen, beziehungsweise zum Verbot des Verkaufs von Kosmetikprodukten, zu deren Entwicklung Tierversuche vorgenommen wurden. Alles, was europäisch entschieden wird, hat Auswirkungen auf die Regionen. Es gibt keine europäische Politik mehr, die nicht unmittelbare Auswirkungen hätte auf unsere Lebensumstände. Und die Frage ist für mich eine doppelte. Die erste Frage ist, wie wirken wir eigentlich an diesen europäischen Entscheidungen mit? Also wie kann zum Beispiel eine Region wie diese sicherstellen, dass ihre Interessen auch gehört werden? Und das Zweite ist, wie kann sichergestellt werden, dass sich europäische Politik nicht zu tief hereinfrisst in die lokale und regionale Selbstverwaltung. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir inzwischen auf europäischer Ebene schon vieles tun, was wir genauso gut oder vielleicht sogar besser der Verantwortung der Kommunen oder der Regionen überlassen könnten. Es ist innerhalb der Europäischen Union ab sofort vollständig verboten, Kosmetika in Verkehr zu bringen, die an Tieren getestet worden sind oder die Bestandteile enthalten, die an Tieren getestet worden sind. Das ist wirklich international führend und ohne Beispiel. Und hier hat es eine relativ lange Übergangsfrist gegeben, von, ich glaube, 5 oder 6 Jahren. Das war notwendig, um der Industrie und der Forschung Zeit zu lassen, alternative Testmethoden zu entwickeln. Seinen anschließenden Vortrag im Konzerttheater Coesfeld verfolgten 600 Gäste.